Tel Aviv. Israelische Archäologen haben in der Nähe von Jerusalem eine fast 1900 Jahre alte Straße entdeckt. Sie sei bis zu 6 Meter breit und etwa 1,5 Kilometer lang gewesen, teilte die israelische Altertumsbehörde mit. Laut der Direktorin der Ausgrabung, Frau Irina Zilberboot, soll das Bauwerk ungefähr in den Jahren 130 bis 135 entstanden sein. Die Straße habe eine Ortschaft südwestlich von Jerusalem mit der Hauptverkehrsader dorthin verbunden. Zwischen den Steinen entdeckten die Forscher auch Münzen, unter anderem aus dem Jahre 67 und dem Jahr 41. Bis vor rund 2000 Jahren waren nach Angaben der Altertumsbehörde die meisten Straßen nur improvisierte Wege gewesen. Allerdings haben sich während des Römischen Reiches unter anderem aus militärischen Gründen der Bau der Straßen stark weiterentwickelt. Auf den Verkehrswegen seien von den Siedlungen zudem landwirtschaftliche Produkte wie Korn, Öl und Wein zu den großen Märkten im heutigen Israel und auch darüber hinaus transportiert worden. Die Straße war erst im Februar 2017 entdeckt worden. Sie führt in der Nähe von Israels nationalen Wanderweg entlang und soll künftig für Wanderer zugänglich sein.